Hallo an alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zum nächsten Video. Heute mal ein etwas kürzeres Video, was ich jetzt spontan gesagt habe, das muss ich unbedingt mal machen. Und zwar zum Thema, wie lange kann Kopfkohl gelagert werden? Das ist so eine Frage, die ich mir immer schon mal gestellt habe, weil viele Kopfkohlarten wirklich so bis November, teilweise Dezember auf dem Beet stehen können und die frühesten, meistens dann der erste Weißkohl, dann so gegen Mitte, Ende Mai bei mir schon wieder zu ernten sind. Das heißt, ich habe zwischen der letzten Ernte im Dezember und der nächsten, also der letzten Ernte von der vergangenen Saison und der nächsten Ernte, dann der frühesten Ernte der nächsten Saison, ungefähr 5 Monate Pause. Und da habe ich mich gefragt, wie lang kann ich so einen Kohlkopf denn lagern? Und ich habe hier jetzt einen in der Hand, der bei mir im Kühlschrank gelegen hat, also nicht besonders gelagert, sondern nur im Gemüsefach im Kühlschrank. Und der ist geerntet am 19. Juni. Heute ist der 17. Oktober, also wir sind jetzt ziemlich exakt 4 Monate später und der sieht tatsächlich noch ganz gut aus. Wir schauen uns den jetzt mal von nahem an. Er sieht natürlich nicht mehr ganz frisch aus. Gleich schneide ich den nochmal auf und ich bin wirklich gespannt, wie der von innen aussieht. Also hier jetzt nochmal von nahem. Die äußeren Blätter sind schon ziemlich in sich zusammengefallen. Aber es ist kein Schimmel, keine Fäulnis zu erkennen. Und ich schneide ihn jetzt gleich mal auf. Und dann bin ich mal gespannt, wie er von innen aussieht, ob er jetzt nach diesen 4 Monaten tatsächlich noch genießbar ist oder nicht. Also ich habe ihn jetzt mal aufgeschnitten. Und ich muss sagen, dass ich da von den äußeren Blättern jetzt noch einiges wegnehmen musste. Also er hat schon einiges an Blattmasse verloren. Aber jetzt hier innen, er ist auf jeden Fall noch gut. Also ich denke, den könnte man noch essen. Den kriegen jetzt trotzdem die Kaninchen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, wenn er schon so lange liegt. Aber ich sehe keinen Schimmel, keine Fäulnis. Und das nach 4 Monaten. Und das auch wirklich nur im Kühlschrank. Natürlich kann ich im Kühlschrank jetzt keine 20 Kohlköpfe lagern. Aber mal so ein Rotkohl, ein Weißkohl und ein Wirsing. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man das machen kann. Und das Ergebnis ist wirklich gut. Also ich muss sagen, von dem Ergebnis bin ich wirklich überrascht, dass das so lang möglich ist, ohne Fäulnis und ohne Schimmel, hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier muss ich aber noch dazu sagen, der war von der Ernte eben Mitte, Ende Juni zu einer Zeit, wo Feuchtigkeit und generell eine kühle Witterung überhaupt nicht an der Tagesordnung war. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass mit einer Ernte jetzt im späten Herbst oder im frühen Winter dann die Lagerung nicht ganz so lange möglich ist, weil da doch irgendwie wahrscheinlich ein paar mehr Pilzsporen oder auch ein leichter Ansatz von Fäulnis vielleicht schon in einem ganz, ganz kleinen Ansatz in dem Kopf dann drin ist, der eben bei einer Ernte im Frühsommer oder im späten Frühjahr dann wahrscheinlich nicht vorhanden ist. Aber das ist nur eine Vermutung. Hier kann ich auf jeden Fall sagen, es hat 4 Monate lang geklappt mit der Lagerung. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass in Lagerkellern zum Beispiel oder in Erdmieten das Ganze unter Umständen noch mal etwas länger möglich ist. Aber mit diesem Ergebnis hier von 4 Monaten bin ich absolut zufrieden. Und da muss ich sagen, dass ich dadurch zumindest in der Theorie die Lücke in der Selbstversorgung, was jetzt Kopfkohlarten angeht, von 5 auf 1 Monat schließen kann. Also würde ich das jetzt so anwenden mit einer Ernte dann im November, Dezember, könnte ich die dann bis März, April lagern. Und dann ab Mai schon wieder frische Ernten. Theoretisch ist auch mit einem Gewächshausanbau oder einem Anbau unter Folie nochmal eine frühere Ernte ab Anfang Mai schon möglich mit frühen Sorten. Also da kann, glaube ich, wirklich in der Selbstversorgung, in der Theorie, aber höchstwahrscheinlich auch in der Praxis von 11 Monaten bei Kopfkohl gesprochen werden. Ich habe das jetzt mit einem Rotkohl ausprobiert, aber ich würde mal vermuten, dass es zumindest bei einem Weißkohl ähnlich ist. Beim Wirsing ist die Blattbeschaffenheit nochmal ein bisschen eine andere. Das kann sein, dass es da nochmal ein bisschen anders ist. Aber bei Rotkohl hat es auf jeden Fall funktioniert. Beim Weißkohl ist es mit Sicherheit auch so. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, auch bei dem jetzt etwas kürzeren Video. Bei Fragen gern rein damit in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, Like-Button drücken. Folgt mir auch gerne auf Instagram. bunter.nutzgarten für jeden Tag neue Updates. Ob zu Kohlarten, zur Lagerung, zur frischen Ernte oder was auch immer. Und bis zum nächsten Video.